Der letzte Tipp, dabei geht es um den Bestpreis, Optimalpreis, Höchstpreis, nennen wir es, wie wir es wollen. Worum geht es dabei? Ich habe meine Immobilie, die kann ich noch einmal verkaufen. Und wir versuchen dabei immer den bestmöglichen Preis zu der Zeit, als das Objekt verkauft wird, zu erzielen. Das heißt, wir haben unseren Trichter. Wir werfen möglichst viele Leute oben rein und unten bleiben dann die über, wo wir wissen und sicher sind, dass diese Leute auch das Objekt finanzieren können und dass wirklich potenzielle Käufer sind. Wenn ich jetzt davon mehrere habe, dann machen wir das eBay-Prinzip. eBay-Prinzip heißt, jetzt habe ich, ich sage einfach drei Stück. Drei potenzielle Käufer, die dann sagen, ich hätte das Objekt, ich habe meine Zusage, die ist auch für die Bank bestätigt. Das heißt also, ich bin echt sicher, dass das ein Käufer ist, der auch kaufen kann, der auch das Geld von der Bank kriegt. Das habe ich jetzt mehrfach. Dann gehen wir hin und sagen, okay, liebe Käufer, wir haben jetzt mehrere, die das Objekt gerne kaufen möchten, wir können es einmal verkaufen. Bist du denn bereit, das Angebotspreis plus X zu zahlen? Und wenn ja, dann macht mal bitte ein Gebot und sag uns doch bereit, oder was du bereit bist, für das Objekt jetzt zu zahlen. Und dann ist es in der Regel so, dass wir dann ein Gebot kriegen, ziemlich schnell auch in der Regel. Ich sage mal 5.000 Euro mehr als Gebotspreis. Dann ist unsere Aufgabe, wir gehen hin zu den anderen zwei und sagen so, lieber Interessent, wir haben ein Gebot gekriegt in der Höhe, sprich Gebotspreis ist Angebotspreis plus 5. Wir sind natürlich interessiert, zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. Das heißt, was machen wir jetzt? Möchtest du jetzt nachlegen? Möchtest du gleichziehen? Möchtest du vielleicht nochmal 5.000 plus nochmal was drauflegen? So, das ist unsere Aufgabe in dem Moment, dass wir das einfach managen, dass wir dafür sorgen, quasi wie so eine Versteigerung, also Versteigerung in Anführungsstrichen, es ist ja keine echte Versteigerung, aber dass wir mit den Geboten dafür sorgen, dass das Objekt wirklich bis an die Spitze vom Preis rauskommt, bis wir noch den letzten Bieter mit dem höchsten Gebot haben. So, dann habe ich zu der Zeit, wie die Immobilie gerade vermarktet wird, den absolut besten, optimalen Preis für diese Immobilie an diesem Standort zu dieser Zeit rausgeholt. Das ist quasi, was wir noch als letzten Tipp dazu geben können, was man unbedingt noch beachten sollte, weil es ist so, wir haben eine Knappheit von Immobilien, das heißt, in der Regel habe ich mehrere Interessenten, die dann zum Schluss rauskommen. Und das ist die beste Lösung dafür, zu sorgen, dass ich den optimalen Preis für meine Immobilie erzielen kann. Ich hoffe, diese kleine Reihe hat ein paar Ideen und ein paar Empfehlungen und auch, ja, vielleicht etwas dazu gebracht, dass der Verkauf jetzt besser funktioniert und schneller funktioniert. Gerne das Video liken, teilen und ja, Kanal abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke bitte einmal zu aktivieren, weil erst dann kriegt man eine Nachricht, wenn wir neue Videos einstellen. Ansonsten drücke ich die Daumen beim Immobilienverkauf.